Hallo und herzlich willkommen zu So geht Mathe. In diesem Video geht es um mehrfache Nullstellen. Also ihr solltet den Begriff der Nullstellen schon kennen. Ich kann sonst Video oben rechts mal reinpacken. Und es gibt eben nicht nur Nullstellen, sondern es gibt einfache, zweifache, dreifache. Also mehrfache Nullstellen. Und wenn ihr Fragen zum Video oder Videowünsche habt, dann schreibt diese mit dem Hashtag Wie geht Mathe unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Aber zum Video. Mehrfache Nullstellen. Wenn man von mehrfachen Nullstellen spricht, dann geht man in der Regel von der Linearfaktordarstellung oder der Linearfaktorzerlegung aus. Auch da kann ich oben mal kurz den Link reinpacken, könnt ihr vorweg nochmal schauen. Also man nutzt eben genau diese Darstellungsform. Und bevor wir zu den Mehrfachen kommen, wollen wir uns mal so ein bisschen daran arbeiten, ne? Schritt für Schritt vorgehen, damit man auch versteht, warum das eine einfache, eine zweifache oder eine dreifache Nullstelle ist. Deswegen fange ich mal mit so einer ganz einfachen Funktion erst an. Also f von x ist gleich x und wir gucken uns mal den Graphen der Funktion an. So sieht er aus. Und wir wollen ja die Nullstellen hier finden. Ne? Oder naja, hier brauchen wir sie gar nicht finden, hier sieht man sie direkt. Aber es geht hier um Nullstellen. Also wäre der mathematische Ansatz f von x gleich 0. Und ja, es gibt nur eine Möglichkeit hier, dass f von x 0 wird, indem x 0 ist. Und da sieht man hier auch, der Graph schneidet die x-Achse genau bei 0. Und genau da ist auch der f von x-Wert 0. Okay, jetzt verändere ich diese Schreibweise mal ein ganz kleines bisschen und mache da nochmal eine minus 1 hinter. Auch da geht es natürlich wieder um die Nullstellen. Wir schauen uns den Graphen an. Das sieht man hier schon. Der Graph der Funktion schneidet die x-Achse jetzt bei 1. Und mathematisch kann man es natürlich auch zeigen. F von x ist gleich 0. Das ist der mathematische Ansatz. Dann würde ich die Funktion einmal 0 setzen und jetzt mit dem plus 1 dieses minus 1 auf die andere Seite. Dann bin ich da. Und damit man den Zusammenhang noch ein bisschen besser sieht, ein schnelles Beispiel noch. F von x gleich x plus 2. Auch da wieder den Graphen der Funktion. Da bei minus 2 ist die Nullstelle. Die Achse wird geschnitten. Und mathematisch gesehen, wenn ich das dann ausrechnen würde, komme ich auch auf minus 2. Und das Erste, was man hier so ein bisschen sehen kann, ist, glaube ich, man kann an dem Term, in dieser Schreibweise auf jeden Fall, in dieser besonderen Schreibweise, kann man die Nullstelle direkt ablesen. Denn das ist immer genau die Zahl mit dem anderen Vorzeichen, wie diese hier rechts steht. Ne? Minus 1 hat die Nullstelle bei 1. Weil es ja auch klar, es muss ja diese ganze Seite hier zu 0 werden. X minus 1 soll zu 0 werden. Ne? Das ist wieder die mathematische Bedingung. Und das geht ja nur, wenn ich für x eine 1 einsetze. Denn das 1 minus 1, 0. Also immer die mit dem anderen Vorzeichen. Dieselbe Zahl, anderes Vorzeichen. Hier dasselbe. Damit das ganze Ding hier 0 werden kann, muss ich die 2 nehmen im anderen Vorzeichen, also minus 2. Minus 2 plus 2 ergibt 0. Ne? Also, erstens werden immer, oh, nee, da. Die Achse wird immer geschnitten. Das sollten wir schon mal im Hinterkopf behalten, so. Und man kann durch solche Schreibweisen offensichtlich festlegen, wo die Nullstellen sein sollen. Oder umgekehrt, wenn ich den sehe, weiß ich, wo die Nullstelle ist. Das ist so der erste Schritt, den man so ein kleines bisschen verstehen muss. Jetzt gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, ja, das ist hier lineare Funktion, dass ich auch eine Funktion mit zwei Nullstellen habe und sie ablesen kann. Das gucken wir uns mal an. Also man könnte jetzt ja sagen, ich möchte eine Nullstelle bei 1 haben, ne, und eine Nullstelle bei minus 2, also die beiden Funktionsgraphen, die wir davor hatten, quasi zu einem. Dann kann ich es eben so schreiben und dieser Graph kommt dabei raus und ist tatsächlich so, dass eine Nullstelle jetzt bei 1 ist und eine Nullstelle bei minus 2 in dieser Schreibweise. Das ist jetzt die Linearfaktordarstellung. Und ihr seht, dieses x ist jetzt ja nicht mehr dasselbe, sondern wenn man da jetzt guckt, habe ich ein x1, hier kann ich ja meine 1 einsetzen, dieses. Und hier kann ich meine minus 2 einsetzen, das wäre hier. Deswegen haben sie jetzt so kleine Zahlen dran gemacht. Und die Idee ist jetzt ja folgende, der ganze Term soll ja 0 werden, die ganze rechte Seite vom Gleichheitszeichen muss 0 werden. Und bei einer Multiplikation, hier Malzeichen, reicht ja eine Seite, ne? Also 0 mal 3 ist 0 und 3 mal 0 eben auch. Also muss nur eine Klammer 0 werden, dann ist das ganze Ding hier 0.
Wenn ich hier also meine 1 einsetze für x1, dann ist hier 1 minus 1, das ist 0. Dann spielt es keine Rolle mehr, was auf der anderen Seite steht. 0 mal irgendwas ist immer 0. Und der andere Fall geht eben auch. Wenn ich hier mein minus 2 einsetze, ist minus 2 plus 2. Die rechte Klammer wird zu 0 und irgendwas mal 0 ist auch wieder 0. Auch das kann man mathematisch natürlich zeigen, dass da auch die beiden Nullstellen sind. Okay, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Begriff der mehrfachen Nullstelle. Wenn ich das so schreiben darf, dann könnte ich doch jetzt auch einfach sagen, ich mache dieselbe Schreibweise, aber ich nehme zweimal dieselbe Klammer. Also ich möchte, meine erste Lösung soll 1 sein, damit diese Klammer 0 wird, und meine zweite Lösung soll eben auch 1 sein, damit diese Klammer 0 wird. Gucken wir uns da mal den Term an. Und dann verändert sich nämlich das erste Mal was. Ihr seht, jetzt ja, ist das die Nullstelle, also da, wo die Nullstellen sind, sind jetzt da 2. Da wird der Graph nicht mehr, da schneidet der Graph die x-Achse nicht mehr. Er berührt sie nur noch und geht dann in dieselbe Richtung wieder zurück. Während hier, wo eine Lösung vorkommt, wird ja ganz klar immer geschnitten. Ne? Also hier vom Positiven ins Negative und vom Negativen ins Positive. Wo x1 eine Lösung ist. Wenn wir an derselben Stelle zwei Nullstellen haben, ändert sich also auch die Optik des Graphes. Daran kann man das tatsächlich sehen. Und auch da kann man mathematisch nochmal wieder drauf gucken. Ihr seht jetzt, ist beides mal die Lösung 1. Ist ein bisschen komisch, weil man denkt, ist doch dasselbe. Ja, aber man kann es eben zweimal die 1 einsetzen. Und es, ihr seht, macht ja schon Unterschied, ob eine Lösung eine einfache Lösung bei 1 ist oder eine doppelte Lösung bei 1 ist. Und wenn wir uns mal angucken, so würde man das ja nicht schreiben. Das dient jetzt ja der Erklärung. Das wäre jetzt so, der x minus 1 zum Quadrat wird da eher stehen. Und dann muss euch klar sein, dass das also eine doppelte Nullstelle ist. Das kann man an dem Graphen sehen. Und eben an dem Quadrat kann man es auch sehen. Wenn diese spezielle Schreibweise da ist, Linearfaktordarstellung, dann könnt ihr nicht nur aus der Klammer die Lösung ablesen. Also es muss hier eine 1 eingesetzt werden, damit die Klammer 0 ist. Sondern ihr könnt hier oben an dem Quadrat auch noch ablesen, dass es sogar zweimal vorkommt, dass also eine doppelte Nullstelle ist. Okay, jetzt spielen wir das mal weiter. Wenn das mit 2 geht, muss es auch mit 3 gehen. Ich mache jetzt also dreimal diese Klammer hintereinander. Und auch da gucken wir uns den Graphen mal an. Und dann seht ihr, jetzt ist es irgendwie so, ne, wie so ein Sattel. Also das ist ein Sattelpunkt, aber es sieht aus wie so ein Pferdesattel. Er schneidet jetzt nicht direkt, ist wie bei der einfachen Nullstelle. Er schmiegt sich jetzt aber auch nicht so an wie bei einer doppelten, sondern er legt sich so ein bisschen fast wie so eine Gerade drauf und geht dann erst rüber. Ne? Das, so sieht eine dreifache Nullstelle aus. Mathematisch gucken wir uns das nochmal an. Ne? Alle drei Lösungen sind 1 und auch so würde man das natürlich da oben nicht schreiben, sondern das wäre jetzt f von x ist x minus 1 hoch 3. Ihr könnt aus dieser Klammer wieder direkt die Lösung ablesen. Das muss 1 sein. Die Klammer muss ja 0 werden. Und an der hoch 3 könnt ihr sogar ablesen, dass das eine dreifache Nullstelle ist. Und so sieht sie aus. Okay, jetzt haben wir alle, ne, einfach, zweifach, dreifach, haben uns angeschaut. Fassen wir das Ganze nochmal in einem Graphen zusammen. Ich mache jetzt einfach mal, also das geht eben auch, ne? Ich kann auch das so schreiben. Ich möchte eine Funktion, die insgesamt so aussieht. Auch da habe ich den Graphen zu, habe ein bisschen anders jetzt skaliert, damit man das besser sieht. Hier vorne habe ich in der Klammern wieder drum gemacht, x plus 2, Klammer zu. Das heißt, ich habe bei minus 2 eine einfache Nullstelle, weil hier oben könnte man sich ja auch eine hoch 1 vorstellen. Und wenn ich hier runtergehe, hier in dem Kreis, seht ihr es auch. Der Graph schneidet die Achse, was ja ein Zeichen dafür ist, dass es eine einfache Nullstelle ist. Gucken wir uns das Blaue an, x plus 1 zum Quadrat, hier über eine Multiplikation zwischen. Ich habe also eine Nullstelle bei minus 1, seht ihr hier auch, und es soll eine doppelte sein. Das sieht man da oben an dem hoch 2. Auch das ist nochmal eingekreist, doppelte Nullstelle. Und im Vergleich hier, einfache, wird geschnitten in grün. Und die blaue, da schmiegt sich der Graph an, geht aber dann wieder nach unten. Und der letzte in lila, x minus 1 hoch 3. Da wisst ihr, ihr müsst also eine 1 einsetzen für die Nullstelle, damit die Klammer 0 wird. Und das ganze Ding ist da dreifach, also eine dreifache Lösung, eine dreifache Nullstelle. Und auch das will ich hier nochmal in so einem Kreis versehen. Und ihr seht das auch. Das hat dann diese, sieht dann aus wie so ein Sattel. Ne? Ihr seht, einfache Nullstelle, grün, zweifache, blau, dreifache, lila.
kann man also optisch am Verlauf des Graphen, kann man das erkennen. Und wenn ihr diese Schreibweise hier vorliegen habt, kann man das eben sogar an den Klammerausdrücken erkennen. Und man kann die Nullstellen auch noch direkt ablesen. Ja, für dieses Video soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein.